Hallo liebe Leute, ich bin's Jokio und herzlich willkommen zu Sandkasten Episode 4. Ja, ich habe mir hier unten ein paar Dinge hingeklatscht, damit wir uns schon mal ein bisschen Freiraum im Inventar verschaffen können. Und nach diesem Zwischenfall mit diesem Silberfischchen da, bin ich jetzt schon relativ aufgeregt. Nein, nicht wirklich, aber das hat mich schon sehr, sehr überrascht, also muss ich ehrlich sagen, dass sie da einfach so aus der Wand gekrochen kamen. Und dementsprechend auch meine Reaktion, liebe Leute, ja. So, ich hoffe, wie gesagt, dass es mit diesem Laggen jetzt endlich aufhört. Ich habe die letzte Folge noch nicht überprüft. Aber da sah es eigentlich ganz gut aus, glaube ich. Ja, glaube ich ja immer, ne? Und nachher ist es dann doch wieder voller Lags. Jetzt hatte ich gerade kurz einen ganz kleinen Ruckler, auch bei mir im Spiel. Und diese blöden Fledermäuse. Die sind nicht nur schwer zu treffen, sondern auch doof. Ja, super. Dann hängen die da immer so blöd rum, weißt du? Ich meine, klar, es macht jeder von uns gerne so ein bisschen abhängen, aber es dürfen halt nicht alle. Ey, auf zu quieken. Das hört sich so schön an, wenn die sterben. Nein, ich mag es nicht, wenn Lebewesen sterben. Ich bin ein tierlieber Freund. Nee, wirklich. Ich will eine Katze haben. Okay. Also ich würde sagen, ich sammle hier mal in diesem Gang die ganzen Ressourcen ein und dann gucke ich mal, wann es weitergeht. Das Gute an der Kohle ist ja, dass sie XP gibt, genau wie alle anderen Sachen, aber zum Beispiel das Eisen halt erst, wenn man es brät. Und ich wollte mal eben gucken, wie viel das denn genau gibt. Ist das irgendwie zufällig? Weil gerade gab's nur einen. Jetzt gibt's gar nichts. Jetzt gibt's wieder einen. Okay, also es ist ein bisschen zufällig, so um einen Balken herum. Oder einen so einen Abschnitt. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Sind das immer 10? Ich glaube schon, ne? Es gab jetzt wieder anderthalb. Es gab jetzt auch wieder total viel. Das gab jetzt wieder gar nicht. Ist interessant, das mal ein bisschen rauszufinden. Also anderthalb und eins und manchmal auch gar nichts. Okay. Ja, ich werde das nochmal ein bisschen beobachten. Es ist tatsächlich zufällig, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wenn man eine Weile gar nichts bekommen hat, dass man dann am Ende mehr bekommt bei dem nächsten Kohlestück. Jetzt habe ich wieder nichts bekommen. Jetzt habe ich wieder relativ viel bekommen. Jetzt habe ich auch wieder anderthalb. Auch wieder einen. Das gab total viel. Also es ist etwas zufällig, glaube ich. Was heißt etwas? Ziemlich zufällig. Und wir haben ja gleich mal direkt ein paar neue Spitzhacken. Spitzhacken? Ich glaube, das ist die Mehrzahl, ne? Ja, wenn ich das mache, dann melde ich mich zurück. Seht ihr, was ich sehe? Wenn ich das Wasser jetzt zumache, dann kommt der zu mir hoch. Soll ich das mal machen? Ja, ne? Das markiere ich mir mal irgendwie, damit ich das nicht wieder wegmache. Weil ich hasse Wasser in Höhlen, wirklich. Das ist so nervig. Aber irgendwie hat er gerade nicht so Lust, oder? Doch, der kommt. Da kann man nämlich mal ein bisschen helfen, das Eisen hier wegzusprengen. So. Gut, da habe ich jetzt nichts bekommen. Aber okay, anscheinend funktioniert das nicht. Ich dachte, man kann dann das Eisen einsammeln. Oder vielleicht macht das auch einfach kaputt. Das wäre natürlich dann nicht so toll. Schade. Ich dachte, der könnte mir jetzt so helfen. Naja, das war bestimmt nicht seine Absicht. So, dann mal eben zurück zur Höhle. Das Eisen in die Öfen tun. In den Ofen. Wir haben im Moment nur einen. Neue Spitzhacken machen. Wo war ich denn überhaupt hergekommen? Ja. Hier vielleicht? Nee. Hä, aber da, wo der Creeper war doch nicht, oder? Ich glaube, ich bin hier von hier oben, genau. Und da ist das Eisen? Nee, ist Cobblestone von mir. Egal, mal eben neue Spitzhacken machen. Und alles ausleuchten natürlich. So. Hä? Ach, da auf der Seite war das. Ja, man verläuft sich hier ganz schön schnell. Und Zombie ist ja super. Gut, klasse. So, ich würde sagen, das reicht erstmal an Spitzhacken, oder? Und dann. Warte mal, die Kohle lasse ich auch hier. Obwohl, nee, ich brauche mal eine neue Fackel, ne? Warte mal so. Das wird auch nicht lange reichen.
So, machen wir uns nochmal ein paar Stück. So, ist doch super. Haben wir überhaupt über zwei Stacks? Mein Gott, ich kann nicht mehr richtig reden. Nehmen wir die zweimal mit, würde ich sagen. Ja. Und dann würde ich sagen, weiter geht's. Ne? Kohle. Das ist ein richtig fettes Teil hier, ne? Also da hinten geht das ja noch ordentlich weiter. Und hier ist es auch noch nicht zu Ende, obwohl doch so langsam, ne? Ist hier sonst noch irgendwas? Oha, oha. Ich sehe schon, einer von den beiden wird hochgehen. Oder auch nicht. Oh, das war aber Masterpiece von mir. Gerade nochmal eben so geschafft. Scheiß Wasser. Das ist so ein cooler Trick, einfach eine Fackel reinsetzen. So, wir jetzt Eisen abbauen. Und eigentlich ist das ja unser Ziel gewesen. Ich muss gerade mal noch überlegen, was denn noch unser Ziel wäre. Genau, unseren Grundriss für unseren Turm hinzulegen. Hört ihr das? Hier sind irgendwo Slimes unterwegs. Das ist nicht schlecht eigentlich. Das ist eigentlich nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. Weil Slimes kann man immer gebrauchen. Hier geht's wieder hoch. Noch ganz viel Eisen. Ja, ich würde sagen, ich sammle hier noch ein bisschen und dann sehen wir uns wieder beim Haus. Wo kommt denn das her, das Wasser? Ach da. Egal. Wir sind schon Level 20, das heißt, jetzt ist es schon schlimmer, wenn wir sterben. Da unsere Level wahrscheinlich alle flöten gegangen sind, das heißt, wir müssen uns jetzt noch mehr noch mehr auf uns achten und noch mehr auf die Hut begeben oder so, sagt man das nicht so? Irgendwie habe ich im Moment Sprechblockade. Tut mir ein bisschen leid. Echt, tut mir ein bisschen leid. Also haben wir jetzt... Alter, macht euch doch gegenseitig fertig, warte. Ja, so ist das richtig. Auf jeden Fall haben wir ganz viel Kohle gefunden und auch das neue Apple-Produkt Eisen. Der war genial, oder? Das war echt ein toller Witz, nicht? Eisen. Könnte ich eigentlich mal mein eigenes Sprachpaket machen, das wäre dann eine gute Idee. Und Smaragde nenne ich dann Schmaragd. Ich finde, das klingt irgendwie so cool. So habe ich die schon immer genannt. So, die Lava... Oh. Ist auch relativ tief rein. Da hinten ist noch Eisen, ne? Verstehen Sie? Aber so ein bisschen habe ich nicht mehr so Lust auf die Höhle. Und ich höre die ganze Zeit diesen Slime. Ist der über mir oder unter mir? Ach, du schon wieder. Heuer! Ja, vielleicht hole ich mir nochmal einen Slime. Da haben wir schon mal unseren ersten Slimeball in der Hand. Und ansonsten weiß ich gar nicht, wie es mit der Zeit steht. Das gucke ich vielleicht auch nochmal eben gleich nach. Und ansonsten lade ich, glaube ich, gleich mal zurück, weil... Ja, haben wir erstmal genug Eisen, obwohl noch ein bisschen sammle ich mir. Egal, wir sehen uns am Haus. Ich finde diesen Slime einfach nicht. Also... Der muss schon irgendwie ganz in der Nähe sein. Entweder hier oder irgendwie noch tiefer. Ja, hier ist irgendwas. Oder bin ich daher gekommen? Ich glaube, ein tiefer hätte ich mal sein müssen. Oh. Hätte ich da jetzt nicht zufällig runtergegraben. Hallo, boah, das ist so ein Dicker. Muss ich echt aufpassen hier. Puh. Ja, ich wollte euch... Wie ihr seht, bin ich noch nicht am Haus, aber ich wollte euch einfach mal die heldenhafte Tat miterleben lassen. Boah, was für ein fettes Teil, ey. Und dann mal diese ekligen Geräusche. Hier können wir eigentlich irgendwie eine Farm hinbauen. Also ist ja schön zu wissen, dass es ein Slime-Chunk ist. Warte mal. Ich glaube, mit der Spitzhacke geben die mehr. Als mit dem Schwert. Und vielleicht ist das auch nur ein Irrglauben von mir. Ich weiß nicht genau. Oh. Richtig fette Höhle. Vielleicht können wir uns noch hier irgendwie eine Untergrundbasis erschaffen. Irgendwie sowas. Egal. Ich laufe jetzt mal zurück zum Haus und dann sage ich mal Tschüss, würde ich sagen, für diese Folge. Oder ich prüfe nochmal eben, ob das mit der Zeit okay ist. Tut mir leid. Ich weiß, ich bin immer noch nicht zu Hause und ihr seid diese Höhle bestimmt schon satt, aber ich wollte euch nochmal eben zeigen, wie fett das hier eigentlich ist.
Also, wo man hier überall reingucken kann. Da, man muss ja echt aufpassen, dass man nirgendwo reinfällt. Da geht's auch nochmal richtig fett tief runter. Junge. Und da geht's auch nochmal hoch, wo das Wasser herkommt. Also hier ist richtig was los. Aber ich würde sagen, da gehen wir dann später nochmal rein in das Special-Höhlen-Folge oder sowas. Wenn wir auch ein bisschen weiter ausgerüstet sind, weil auf hart noch nicht mal mehr mit einer Hose an. Ja, ich weiß, jetzt bin ich richtig nucky die. Ist das doch schon relativ gefährlich, glaube ich. Und deswegen wage ich mich mal lieber hier raus und, war ich hier nicht hergekommen? Jetzt geht das wieder los. Ich hasse es, aus Höhlen nicht rauszufinden. Ja, von da oben bin ich gekommen, genau. Genau, weil ich den Slime gehört habe. Richtig. Hier, ich erinnere mich. Gut. Okay, dann sehen wir uns jetzt wirklich zu Hause. Ja, so sieht es jetzt aus von oben hier erstmal. Mein erster Versuch, irgendeinen Kreis darzustellen. Aber mir sieht das noch so ein bisschen zu spitz aus. Also ich müsste die Länge da vielleicht, also diese Kante müsste ich ein bisschen länger machen. Aber ansonsten von der Größe her vielleicht ganz gut. Obwohl, wenn das ein Lager werden soll, vielleicht doch ein bisschen klein. Notfalls muss ich da ein bisschen Land aufschütten und dann, oder hier. Oder ich mache das Lager zweietagisch oder so. Und dann oben mit der Farm wird natürlich auch knapp. Ja, und aus dem Baumaterial, da habe ich mir auch noch gar nichts überlegt, weil ich glaube, das Prinzip ist eigentlich erst Form und dann Farbe. Sozusagen die zwei Fs. Unsere Tür steht übrigens immer noch da, die werde ich auch erstmal da lassen, einfach nur so aus Jux und Tollerei. In der nächsten Folge müssen wir auf jeden Fall die beiden Creeper-Löcher da stopfen, weil die sind mir doch ein Dorn im Auge. Dann vielleicht noch ein bisschen Ressourcen sammeln und auf jeden Fall hier weiter überlegen. Joa, dann würde ich sagen, au revoir.